Rekorde im Radsport, die niemand überbieten kann, wie der von Wout van Aert bei der Tour de France 2022, die vielleicht größte Leistung, die je ein Radsportler in jedem Gelände vollbracht hat. Mehr als 650 Kilometer, die er in Ausreißern in der Ebene, im Mittelgebirge und sogar im Hochgebirge zurückgelegt hat, um Tadej Pogačar selbst an den Hängen des Hautacam zu Fall zu bringen, was ihn zum kämpferischsten Fahrer der gesamten Ausgabe machte. Aber der Belgier hat auch alle möglichen Siege errungen, mit Sprintsiegen in großen Gruppen, mit brillanten Soloattacken 15 Kilometer vor dem Ziel und auch im langen Einzelzeitfahren dieser Ausgabe. Aber über all diesen Rekorden steht zweifellos das grüne Trikot, das ihn zu einer wahren Legende des Sports gemacht hat. Peter Sagan hatte den Rekord 2018 mit einer Zahl aufgestellt, die unschlagbar schien, mit 477 Punkten in einer Ausgabe, die 8 Flachetappen hatte, im Gegensatz zu den 4 der Tour de France 2022 und in der slowakische Klassikerfahrer des damals neu gegründeten Bora-Teams an allen Massenzielen und Zwischensprints teilnahm. Van Aert musste nicht einmal um den Sieg auf der Pariser Etappe kämpfen, die er bereits bei der Tour de France 2021 gewonnen hatte, das heißt mit viel weniger Beteiligung an den Sprints, die dem Sieger 50 Punkte einbringen, hat der Jumbo Rabobank-Fahrer den Rekord von Sagan erobert und ihn bei unglaublichen 480 Punkten gelassen. Ein Rekord, den heute nur Wout selbst schlagen kann, da er für einen reinen Sprinter oder einen schnellen Mann mit einigen Kletterfähigkeiten unerreichbar ist. Wir sprechen von einem Mann, der es geschafft hat, den Rekord von Sagan zu schlagen, indem er Dritter in Hautacam wurde. Eine großartige Radsportlegende. Ein vielleicht nicht ganz so prestigeträchtiger Rekord, der aber all jenen helfen wird, die sich nicht so gut amüsieren, ist der des Movistar-Teamfahrers Carlos Verona. Dieser Spanier war selbst in seinem eigenen Land eher für seine YouTube-Videoblogs bekannt, in denen er sein Training und seine Routinen zeigte, als für seine Vorführungen auf seinem Stahlross, denn er hatte noch nie die Arme als Sieger in einem professionellen Wettbewerb gehoben, und doch war er seit der Saison 2011 Teil des internationalen Pelotons und gehörte zu so renommierten Teams wie Quickstep, Orica Green Edge oder dem aktuellen Movistar Team, mit gutem Material, um dem schlagsigen Radfahrer aus Madrid zu seinem ersten Sieg zu verhelfen. In den sozialen Netzwerken, in denen er gerne auftrat, wurde er jedoch auch gemobbt, und wie viele YouTuber und Sportler seines Landes beschloss er, in das Steuerparadies Andorra zu ziehen, um weniger Steuern zu zahlen, was alle Landsleute verärgerte, die nicht verstanden, wie dieser Mann ohne Siege die wirtschaftliche Kapazität hatte, sich mit Purito Rodriguez, Rohan Dennis oder Richard Carapaz und anderen Liebhabern niedriger Steuern zu messen. Zum Glück für Verona hat der nicht mehr ganz so junge 29-Jährige all den Großmäulern, die ihn immer wieder kritisierten, mit einem spektakulären Sieg beim Kriterium de Dauphine 2022 das Maul gestopft. Nach mehr als 105 Kilometern in der Ausreißergruppe und dem Erklimmen zweier kolossaler Berge wie dem Col du Galibier und dem Col du Croix de Fier revanchierte sich Primoz Roglic beim Movistar Team und ermöglichte Verona, der von vielen Experten als Maskottchen des Teams bezeichnet wird, seinen ersten Profisieg. Und das 743 Wettkampftage nach seinem Debüt in der Elite, ein Beispiel für eine Beständigkeit, die im Laufe der Zeit kaum noch zu übertreffen sein wird. Einer der Radsportler, die nach den Rekorden, die er als Jugendlicher in seiner Ipioza aufgestellt hat, nun endlich auf höchstem Niveau durchstarten, ist der ehemalige Fußballer Remco Evenepoel, der Belgier, der mit seinem epischen Sieg bei der Clásica de San Sebastián 2019 die ganze Welt eroberte, wo er aus der Ferne angriff und Tom Skujins mitnahm, um den Letten 7 Kilometer vor dem Ziel stehen zu lassen und mit gerade einmal 19 Jahren auf übermenschliche Weise zu gewinnen. Damit wurde er zu einem der besten Radsportler der Welt, und er konnte mit seinem Team Quickstep einen saftigen Vertrag über eine Vertragsverlängerung abschließen. Doch ein Sturz beim Giro di Lombardia endete für den jungen Belgier mit einer schweren Verletzung, und er musste sich bis 2022 rehabilitieren, wo er bereits ein Superstar ist. Ausgerechnet in der Kampagne,
in der der Zaubertrank von Patrick Liefefeil mit Weltmeister Julian Alaphilippe im klassischen Regenbogenfluch nicht wirkt, hat Remco aufgehört, von seinen Hassern als Recto bezeichnet zu werden, und hat endlich die Rennen erobert, zu deren Sieg er angeblich bestimmt war. In meisterhafter Manier und als wahrer Titan mit einem Motor, der nicht abreißen kann, griff Evenepoel aus der Ferne an und gewann Lüttich-Bastogne-Lüttich in einer fantastischen Vorstellung, bei der er die Welt zu Beifallstürmen hinriss und mehr von einem solchen genetischen Wunderkind sehen wollte. Doch sein interessantester Rekord wurde erst vor wenigen Tagen erzielt, als Remco die Klassiker San Sebastian erneut gewann, diesmal auf eine noch brutalere und intensivere Artikel. Mit einer Attacke mehr als 46 Kilometer vor dem Ziel ließ er Fahrer wie Tadej Pogačar, Simon Yates oder den gedopten Dänen Mathias Skjelmose Jensen hinter sich und errang einen legendären Sieg, bei dem er einen Vorsprung von mehr als 3 Minuten auf den fünftplatzierten Fahrer herausfuhr. Eine Leistung des genetischen Monsters, die ihn auch zum jüngsten Radsportler aller Zeiten machte, der den Klassiker zweimal gewann und damit den Rekord des einheimischen Marino Lejarreta übertraf. Wir dürfen nicht vergessen, dass der Profiradsport auch ein sehr gut bezahlter Sport ist, und unser weißer Lieblingskenianer, der legendäre Christopher Froome, der vor kurzem für den Radsport auferstanden ist, nachdem er eine würdige Tour de France hatte, bis er sie leider aufgeben musste, weil er sich Covid-19 eingefangen hatte, möglicherweise bei einer Art Attacke in den Pyrenäen, die das Grab all dieser glaubwürdigen Radsportfans gewesen wäre, weiß alles darüber. Jedenfalls muss das israelische Unternehmen mit der Rolle des Radsportlers, der Zeitfahrräder verabscheut, sehr zufrieden sein, denn sie zahlen ihm satte 5,5 Millionen Euro pro Jahr, Zahlen, von denen die Radsporthasser mehr als zu Recht behaupten, dass sie dank der Werbeeinnahmen einen enormen wirtschaftlichen Nutzen bringen. Es tut mir leid, diesen Leuten sagen zu müssen, dass Froome in den Reihen des israelischen Teams eine klägliche Negativbilanz vorzuweisen hat, denn er ist der bestbezahlte Radsportler mit der schlechtesten sportlichen Leistung aller Zeiten und übertrifft damit sogar den Rekord von Evgeny Berzin aus dem Jahr 1997, als er im Batik-Team nicht einmal zu den 90 besten Radsportlern der Welt gehörte, obwohl er einer der bestbezahlten war. Wenigstens war Michele Ferraris Monster noch ein hervorragender Zeitfahrer, doch der afrikanische Dauerbrenner hat in den letzten 4 Saisons, in denen er satte 20 Millionen Euro verdient hat, keine mickrigen 100 UCI-Punkte gewonnen. Das Leben dieses großen ehemaligen Champions ähnelt dem von Axel Rose, nachdem er sich 1994 von der Bühne zurückgezogen hat, oder dem von Nicolas Cage, nachdem er den Oscar für Leaving Las Vegas gewonnen hat. Ein echtes Durcheinander, das seinen Platz in dieser Liste verdient, da er in den letzten Jahren am meisten Millionär für weniger gemacht hat, das heißt eine Verletzung, die sich gut auszahlt. Wir konnten nicht gehen, ohne über den Guinness-Rekord von Binyam Girmay zu sprechen, der von den immer klugen eritreischen Fans auch Bini genannt wird. Er ist zweifellos die aktuelle Radsportsensation, denn er ist Teil des 100% sauberen Intermarché Flüing Circus Teams, der Nummer 1 der UCI-Rangliste für 2023. Das belgische Team ist die Sensation des heutigen Radsports und Bini ist der Star dieses Teams mit mehr als 50 Jahren Erfahrung im Profiradsport. Girmay hat dieses umfangreiche Wissen genutzt, um in nur 2 Saisons unglaubliche 10 Siege als Profi auf der World Tour zu erringen. Diese Zahlen machen ihn zu einem der vielversprechendsten Klassikerfahrer und Sprinter seiner Generation. Der Rekord, der den halben Planeten überrascht, ist jedoch die beeindruckende Kraft, die er in seinen 100% IG-sauberen Beinen hat. Unabhängig von der Distanz, auf der der Sprint gestartet wird, ob 35 oder 99 cm, ist Bini in der Lage, überall mit unglaublicher Kraft zurückzukommen, manchmal mit über 1800 Watt an kleinen Bergauffahrten. Mit mehreren Top-3-Platzierungen in dieser Saison und einem Sieg in seinem spanischen Winter sind wir überzeugt, dass er bei der Tour de France triumphieren wird. Wenn du auch so denkst, vergiss nicht, dein Like und dein Abonnement zu hinterlassen, es wird uns sehr helfen. Es lebe Bini und es lebe der saubere Radsport.